Monument, Seuchenzeit und erste Feuerwalze. Mit der Feuerwalze fand die Seuchenzeit ein Ende. Die Feuer tobten und verzehrten irgendwie auch die Seuche. Diesmal wurde der Orbukant eingesetzt, um sicherzustellen, dass weder Rathir erneut heimgesucht wird. Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur Reckoning. Hier ist die Goretti. Ja, und ich dachte, ich fange die Folge einfach mal so an. Vielleicht ist das ja auch mal eine kleine Abwechslung. Ja, ich vermute mal, dieses Punkt bezieht sich einfach nur darauf, dass dieses Monument halt wohl defekt ist. So. Ich war ja für die Kriegsgeweihten in der letzten Folge unterwegs und ich würde sagen, das beende ich auch mal zum Teil. Ich habe noch nicht vor, ganz aus Rathir rauszugehen. Definitiv nicht. Zurück aufs Meer. Hi. Es war der dritte Tag und das Bier war zur Neige gegangen. Oh, das ist ganz schlimm. Wenn das Bier zur Neige geht, schon am dritten Tage. Ups, da war ein kleiner Ruckler. So. Also, Gwyn Anvi, wir kennen uns ja schon, nicht wahr? Besin. Der Besin? Wenn er wirklich auf dem Weg nach Eamons Eiland ist, müssen wir ihm augenblicklich folgen. Ich kenne hier in der Stadt einen Kapitän. Ich hoffe nur, Gontorm wurde nicht schon von jemand anderem angeheuert. Nehmt dies. Es ist ein Zeichen der Anerkennung von Delfric höchstpersönlich. Wir sollten ihn unverzüglich von unseren Entdeckungen in Kenntnis setzen. Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Und was haben deine Nachforschungen so ergeben? Ich wünschte, meine Nachforschungen hätten nur halb so viel ergeben wie die euren. Oh. Diese Magier nennen sich selbst die Farlangi, aber niemand hat je von ihnen gehört. Die Hälfte derer, mit denen ich gesprochen habe, wusste noch nicht einmal, was in der Halle der Briganten geschehen ist. Dabei sollten gerade sie derartige Dinge wissen, denn genau das ist ihre Aufgabe. Besin hat sein Vorgehen wirklich gut verschleiert. Ja, das würde ich schon so sagen. Aber was mich brennend interessiert, was ist Eamons Eiland? Es wurde in den Tagen der Erstgeweihten erbaut. Dort befinden sich zwar keine Artefakte der Niskaru, aber wenn die Aufzeichnungen stimmen, wurde in der Kapelle der Festung ein Großteil unseres früheren Wissens aufbewahrt. Verstehe. Das Ganze hat mit den Erstgeweihten oder dem Erstgeweihten zu tun. Was hat es damit auf sich? Sie sind jene, die unseren Orden vor langer Zeit gründeten. Sie sammelten gewaltiges Wissen über den Kampf gegen die Niskaru an. Wissen, das heute nahezu vollständig verloren und vergessen ist. Dann sollten wir uns dieses Wissen vielleicht wieder bemächtigen. Erzählt mir noch ein bisschen von den Farlangi. Ich habe mir Gedanken über sie gemacht, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Sie tragen den Namen des legendären Magiers Farlang. Ich weiß nur nicht, warum. Okay. Und wer bitteschön, wieso kennt ihr alle diesen Besin? Manche sagen, er könne es mit Kaledus aufnehmen und säße sogar im Orbukant. Fest steht, dass er ein ausgesprochen mächtiger Magier ist. Wenn er hinter all dem steckt, fürchte ich, dass das hier nur der Anfang ist. Orbukant, Farlang, ich bin ein wenig verwirrt. Klärt mich auf. Ich kenne seinen Namen nur als den eines Feindes von Eagon, Eamons Sohn. Und ich weiß viel über die Geschichte. Eagon, Eamons Sohn. Sind wir denn jetzt wieder bei den Herren der Ringe angelangt? Entschuldigung, es ist doch echt. Es ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn. Oh Gott, wir setzen sofort die Segel. Ja, ist die Frage, ob ich das jetzt machen will. Ich würde gerne erstmal verkaufen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht, also wenn ich jetzt... Ja, sobald wir ein Schiff finden. Sucht an den Docks nach Kapitän Gontorm. Wenn er ein verfügbares Schiff hat, wird er uns bestimmt helfen. Ah, wunderbar, dann kann ich auf jeden Fall erstmal noch verkaufen gehen. Ihr... Überbringt Herold Delfric die Neuigkeiten. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Kais. Ja, das machen wir sofort. Allerdings würde ich mich A, ganz gerne von dieser Krankheit heilen, B, erstmal verkaufen gehen.
Ich habe nämlich mein Inventar ziemlich voll, würde ich mal so meinen. Oh, hallo Fremde. Oh, hallo, auch Fremde. 20? Mein Freund, konnte ich bei Ihnen wisst verkaufen? Ihr überhaupt, was mich ich das alles kostet? Die Handwerker, Kuriositäten, der Transport, die Lagerung. So, hier kann ich auf jeden Fall verkaufen. Bei dir. Dieser Wein, also meine Liebe. Womit kann ich dienen? Bei dir kriege ich sogar ein paar Prozente. Ich bringe euch Wein. Ja, warum nicht? So werde ich ihn auch los. Ja, okay, verkaufen wir erstmal. Wow. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Und hier, ich habe noch Wein für dich. Noch eine? Ja. Sollte sie wohl aufheben. Aber ich hatte schon zwei. Warum also aufhören? Das Zeug ist einfach zu gut. Meine Knie. Ich leg mich lieber kurz hin. Ja, das mache ich. Legt euch kurz hin. Immer sacht. Gott sei Dank. Es ist wieder ein bisschen Wein aus meinen Taschen entschwunden. Was habe ich denn jetzt schon wieder im Inventar? Das ist, glaube ich, halt irgendetwas, was... Ah, okay. Den hatte ich mir noch gar nicht angeguckt, aber er ist schlechter. Warum gucke ich überhaupt? Ah, egal. Und Quest, ja, klar, das ist das. Ich würde sagen, ja, ich kümmere mich erstmal, bevor ich hier noch weiter und weiter suche nach den Rucksack. Warum nicht? Und ihr habt mir auch geschrieben, wenn ich diese Quest weitermache, dann gelange ich scheinbar zu einem ganz anderen Ort, an dem ich nur während Achtet auf euer Verhalten. Queste auch hinkomme. Also irgendwie führt mich jetzt die Quest Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Ich bin schon wieder verwirrt. Welche Quest habe ich bitte schön aktiv? Striffkatar in Rat hier. Nein, da ist die Hauptquest, ne? Das will ich nicht. Das hier ist es. Da will ich hin. Hallo? Verwirrt mich nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt, oh, warte. Für ihn habe ich ja, glaube ich, das Buch endlich gefunden. Das Hauptbuch. Bei Lunalas Lächeln, ihr habt mir wirklich geholfen. Meister Gweichmal wird froh wie ein fetter Jotun sein, wenn ich es ihm bringe. Das freut mich zu hören. Ich habe wieder etwas aus meinem Inventar und eine weitere Quest abgeschlossen. Juhe! Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt in Rhaetir. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Schönen guten Tag. Sie reden mir einfach zu viel, ansonsten wäre es super schön hier in Rhaetir. Und ihr verwirrt mich total. Ja, wie gesagt, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Genau, es wurde mir ja geschrieben, ich solle die Augen heute der Hafen, aufhalten. Morgen das Meer. Ach, das ist, Gwyn Anbi. Sollte die Augen gut aufhalten? Du hast ja eine Krankheit. Ja, das wollte ich ja noch heilen. Ein Heiler. Habe ich hier in der Stadt irgendwo einen Heiler? Ja, hier. Gut, dann gehe ich da erstmal hin. Weil ich denke, das ist nicht unwichtig, wenn ich denn schon krank bin, mich dann doch eben erstmal zu heilen. Bleib trocken, Kapitänin. Ich bin keine Kapitänin und ich bin überhaupt nicht nass. Genau, dass ich mich an diesem Ort ordentlich umschauen solle. Gweichmai ist einfach viel zu teuer. Ich wahrscheinlich da nach der Quest nicht mehr hinkomme. Tretet beiseite. Das werde ich denn auch machen. Aber erstmal heilen. Erstmal von das dieser Krankheit befreien, die mir diese Ratte Was gegeben kann ich hat. Euch bringen? Rein gar nichts. Hier ist doch irgendwo eine Heilerin, oder? Ja, da vorne ist sie ja. Da. So, Frau Heilerin. Oder Herr Heiler. Engalorin. Braucht ihr einen Heiler?
Ja, ganz dringend. Oh, mit dir habe ich noch gar nicht geredet. Erzähl mir über Clurikon, Enger. Wart ihr schon dort? Ein übles Land. Ranzig wie der Atem eines Krudoks und rau wie die nördliche See. Und das schon ohne die verfluchten Tuata. Verstehe. Und wieso sitzt ihr hier in der Kaserne und seid nicht vor Ort und rettet da die Menschen? Dieser Teil der Offiziershalle ist mein Revier. Ich inspiziere die frischen Rekruten, bevor wir sie wegschicken und behandle sie nach ihrer Rückkehr. Die Heimkehrer aus Clurikon sind am schlimmsten dran. Fehlende oder abgestorbene Gliedmaßen, die Pocken, die ganze Palette. Wow, verstehe. Es gibt keine Krankheit, kein Übel und keine schwerende Wunde, die ich in Clurikon nicht schon tausendmal gesehen hätte. Also nur keine falsche Scheu. Und bitte jammert nicht. Ich jammer nie. So, und zwar möchte ich, dass du mich heilst. Danke sehr. Gut. Ade. Immun gegen Krankheit für eine gewisse Zeit. Ja, diese Krankheit habe ich mir mal wieder eingehandelt durch die blöden Ratten. Aber hier war ich scheinbar noch gar nicht drin, ne? Oh, es ist gut, wieder ein Rat hier zu sein. Verstehe, Soldat. Aber hier sind scheinbar auch nur Soldaten. Das Brandmal ist für die Zwecke des Militärs bestimmt, nicht für Zivilisten. Brandmal. Was bitteschön ist das Brandmal? Ich grüße euch, Kriegsgeweihte. Ja, ich grüße euch auch. Mal eben den Wegpunkt wegsetzen und dann kümmere ich mich weiter um die Quest der Kriegsgeweihten. Auf geht's. Ich glaube, hier in Rathir kann ich mich danach noch weiter umschauen und ich finde diesen Ort einfach nicht, von dem ihr mir geschrieben habt. Aber es mag auch sein, dass ich noch nicht so ganz alles hier erforscht habe in Rathir. Ich weiß es nicht. Ich habe auf der Karte nachgeschaut. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ach, ich lasse mich einfach überraschen. Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. So, dann reden wir mal mit dir, Hauptmann Gondhorm. Mein Schiff ist frei und wird dem Kurs folgen, den ihr vorgebt, meine Lieben. Käme die Bitte nicht von Kriegsgeweihten, würde ich niemals in die trügerischen nördlichen Gewässer segeln oder einen Fuß auf eine Insel setzen, die seit so langer Zeit verlassen ist. Aber für euch mache ich es. Ich mache es. Das ist sehr schön. Seid ihr auch ein Kriegsgeweihter? Vor einigen Jahren hatte mich ein Piratenfürst namens Darius ins Visier genommen. Er hätte mich beinahe verbrannt, ermordet und durch Diebstähle aus dem Geschäft gedrängt. Also habe ich mich an die Kriegsgeweihten gewandt. Es waren nur 3 von ihnen nötig, um Darius zur Strecke zu bringen, meine Ladung zurückzuholen und mir die Haut zu retten. Verstehe. Er hätte dich erst verbrannt und danach ermordet. Mhm, alles klar. Erzählt mir von euch, Kapitän. Kapitän, Händler und Freund der Kriegsgeweihten, zu euren Diensten. Ja, das war kurz und knapp. Was könnt ihr mir zu Eamons Island erzählen? Auf diesem Fels werdet ihr keine Tavernen mit warmen Feuern oder Federbetten finden. Alles, was es dort gibt, sind Steine, Knochen und Verwesung. Das klingt nach einer guten Sache. Und was habt ihr für ein Schiff? Sie heißt die Treue Braut. Ein großartiges Schiff. Ein toller Name, würde ich mal sagen. Wann können wir auslaufen? Wann immer ihr möchtet, meine Lieben. Ihr müsst mir nur Bescheid geben. Na dann, würde ich sagen, gehen wir. Dann kommt an Bord. Die See mag zwar rau sein, doch ihr und eure Gefährtin habt nichts zu befürchten. Ihr befindet euch in fähigen Händen. Na, das hoffe ich doch mal. Auf geht's nach Eamons Island. Oh ja. So, dann gucken wir uns direkt mal hier ein bisschen um. Das ist der Kapitän. Eamons Island erkunden. Eamons Island. Komme ich nicht auf das Schiff? Schade. Das kann ich nicht weiter erkunden. Okay. Ja, das ist Eamons Island. Lass uns gehen. Und schauen, was es hier so zu entdecken gibt.
Unvergessen das waren einst prächtige Türme und Wälle. Nicht und auf jedem von ihnen wehte ein Banner im Wind. Oh, hier hört man sehr exotische Tiere. Ah, da oben steht ein Schloss. Hier ist auch nichts mehr. Wunderbar. Also wie gesagt, ich werde mich hier so ein bisschen genauer umschauen. Ne? Es wurde mir auch empfohlen, dass ich mich hier genauer umschaue, damit ich hier auch bloß nichts verpasse. Ja. Hallo, lieber Krudok. Oder was auch immer du bist, das ist doch ein Krudok. Jawohl. So, dann komm mal. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Jetzt sterbt endlich. Wieso machen meine Waffen so wenig Schaden und ich habe schon, bin schon wieder fast halb tot? Stirb, Krudok. Zaubern. Geht doch. Was hat mich denn jetzt noch getroffen? Dies ist doch alles tot hier. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein hier. Ich hätte mir noch ein paar Heiltränke kaufen sollen. Das Eiland scheint nicht ohne zu sein. Meisterhafte Präzision. Einfacher Heiltrank. Wenigstens habe ich den noch. Ist zwar nicht gerade das meiste, aber egal. Egal, egal. So, und was hast du hier vorne ermordet? Eine Spinne. Ich habe mich um Krudok, Konsorten etc. pp. Gekümmert und du hast eine Spinne jetzt erschlagen. Mann. Was ist meine Begleiterin doch gut? Ich höre hier etwas. Ah ja. Stellt euch das nur vor. Dort hat ein... Was soll ich mir vorstellen, bitte? Ich muss öfters dran denken, auch tatsächlich meine Talente auch einzusetzen, ne? Weil sonst sterbe ich jetzt... Also jetzt ist es an der Zeit, die Talente tatsächlich auch einzusetzen. Okay. Du kümmerst dich da hinten um was auch immer da ist. Ich kümmere mich darum, die Kisten hier zu plündern. Hat sie die Spinne denn immer noch nicht besiegt? So macht man das. Du Gute. Sehr schön. Das ging auf. Das ist prima. So, gibt es sonst hier irgendwie noch etwas? Hier schon mal nichts. Komm. Du kleine Kriegsgeweihte, wir kümmern uns darum, hier wirklich alles zu versuchen zu entdecken. Oh. Könnte es sein, pass auf, Inventar. Und zwar Gegenstände. Habe ich noch Reparaturkits? Weil wahrscheinlich habe ich meine Sachen einfach schon lange nicht mehr repariert. Nö, geht eigentlich, ne? So kaputt sind die Sachen gar nicht. Reparieren wir mal die ausgerüsteten Gegenstände. Und dann sehen wir weiter. So, hier erhalten wir gleich noch einen Segen. Vielleicht hilft uns das ja auch. Mitarus Schütz. Schutz. Wunderbar, das nehmen wir auch mal mit. Noch ein Giftspucker. Giftspucker, komm her.
Nee, da ist eine Riesenspinne. So, dann kommt mal her. So, wo ist der nächste Gegner? Der nächste bitte. Ein Krudok oder zwei. Lass gut sein, Krudok. Wo ist der andere Krudok, bevor mein Dings vorbei ist? Hätt's wohl gerne. Und jetzt. Jetzt seid ihr dran. So, gebt mir eure Energien. Oh, ich kann die Sachen abgeben. Oh, das ist sehr schön. Das ist sogar sehr, sehr schön. Dann bin ich auch ein paar Sachen aus meinem Inventar los. Das ist gut und ich hoffe, ich denke dran, mir das nicht schon wieder andrehen zu lassen. Was er auch immer von mir möchte. Okay, das wäre das. Wunderbar. Aber bis ich dahin komme, das dauert noch ein bisschen. Erstmal hier Edmunds Island oder wie das Ding auch mal heißt. Nur Spinnen, ne? Ja, spuck den Ball, du Ekelhaften. Das sind nicht gerade wenige. Das sind nicht gerade wenige. Hier, du Giftspucker. Und das war's auch mit euch. Wunderbar. Gut, dass ich von den Abgründen nicht runterfallen kann. Ein Skelett. Ja, okay. Aber egal, alles, was ich hier finde, sammle ich auch ein. Da ich hier wahrscheinlich niemals wieder hin zurückkehren werde. Zumindest wurde es mir so geschrieben. Und immer schön die Augen offen halten. Halt, was leuchtet dort? Noch ein Skelett. Na, okay. Bei einigen Sachen lohnt es sich nicht wirklich, ne? Aber egal. Komm. Keine Reagenzien gefunden. Ja, ich bin halt auch kein großartiger Alchemist. So, ich würde mal glauben, dass die Gegner, die mir da wahrscheinlich angezeigt werden, diese ganzen Phalangi sind. Gwyn! Weitere Phalangi. Ja. Ich glaube, sie haben uns gesehen. Das habe ich befürchtet. So, warte mal. Dafür nehmen wir mal ein paar Dinge einfach ein. Wir bereiten uns vor. Mit ganz vielen Tränken. Okay, auf geht's. Komm, du Gute. Wir haben uns feste. Okay, okay. Stirb, du Kultist. Geht doch. Weg mit deinen Zaubereien, du. Ja, wem gehört? Ich habe das Gefühl, ich gehöre nur mir und du bist gleich tot. Na, wie gefällt dir das? Ging doch schon mal ganz gut. Meisterhafte Magier, bla bla bla. Die Sachen packe ich mir auch gerne dann mal hin und wieder eher in den zum Plunder hinein, weil das sind Sachen, die ich eigentlich, da ich ja wenig mit Magie mache, nicht so brauche, ne?
So, hier war schon mal nix. Ja, dann gehen wir mal hinein in Eamons Festival. Da bin ich mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Geht's dir noch gut? Komm mit. Die Feste erkunden. Aber natürlich, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Außer Festen erkunden. Ich frage mich, was Besin hier wollte. Wonach hat er gesucht? Keine Ahnung. Irgendetwas Wichtiges wird es wohl gewesen sein. Zumindest wichtig für Besin. Guck mal, da vorne haben wir doch wieder ein paar Kultisten. Und da kommt noch einer. Macht euch bereit. Nö, nö. Noch nicht. Ich denke, dass du zuerst gehst, mein Freund. Wo kommen denn diese ganzen Magier-Uhr plötzlich her? So, wo ist der Nächste? Wow, wow, wow. Ey, wollt ihr wohl... Wollt ihr das wohl mal lassen? Ihr Ekler. Na gut, kümmern wir uns mal um euch hier. Ich sehe nichts. Okay, aber das war's scheinbar. Alles klar. Ah, irgendwo sehe ich da noch einen Gegner. Soll die Gute sich da mal drum kümmern? Ich schaue mich in Ruhe mal um. Hier werde ich auch tatsächlich mit Absicht sämtliche Kisten zerstören. Weil wer weiß, was sich dahinter oder darunter versteckt. So wie hier, einfach nur 23 Gold. Ich hoffe, die kann nicht sterben. Die Frau ist unsterblich. Das wäre sonst echt schade. Ja, die zaubern ordentlich da über mir. Ist okay. Macht ihr mal. Ich komme jetzt. Ich bin gleich bei dir. Ich helfe dir. Oh, guck mal. Einen hat sie wohl schon mal hingekriegt. Ihr werdet zahlen. Wofür? Ich habe doch nichts gekauft. Ey, lässt du das sein, du Ratte? Hallo, mein Freund. Ich bin auch da. Hast du es geschafft, dass sie sich immer wegteleportieren müssen, ne? Jetzt stirb endlich. Geht doch. Oh, wir haben bald einen Stufenaufstieg. Das mag mir wohl sehr gefallen. So, sonst ist hier nichts außer ein paar Kisten vielleicht. Komm, wir laufen hier nochmal im Kreis. Okay, okay, okay. Ich bin ja da. Ja? Welchen Stern? Was meinst du? Ich weiß nicht genau, was du von mir willst, aber ich habe da ein Schwert für dich. Na komm. Tilly ist eingefroren. Das gibt's doch nicht. Tilly, jetzt. Was ist denn das? Warum schlägst du denn nicht? Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Aber jetzt geht's weiter. Also gerade hat meine... Oh, 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 oh. Trink mal schnell was, Tilly. Bin ich gerade alleine? Die machen echt viel mit Eismagie, ne? Och, sag mal, bleib doch mal hier. Jetzt komm mal zu mir. Mann, immer gehen die weg. Herrgott und eins. Müssen die denn immer abhauen?
Heiltrank. Auch schön. Ich könnte mal, weil da hinten warten schon wieder so ein paar auf uns, das hier nehmen. Wozu habe ich die Tränke? Das hier nehmen. Genau dafür habe ich doch die Tränke. Ich sollte mir auch auf den Schnellwahltasten mal wieder welche ablegen. Weil die meisten habe ich ja weggetrunken. Was ich finde, sind diese, gehen ja wahnsinnig schnell weg. Meine Mutter war hier vor langer Zeit. Sie hat damals viele alte Stätten aufgesucht. Hallo, mein Freund. Schläfst du gerade? Ich weck dich mal eben schnell mit meinem Schwert, ja? Hast du da was gegen? So, das war Nummer 1. Oh ja, da sind sie ja. So, dann kommt mal her. Und das ist jetzt für dich, mein Freund. Also irgendwie reagiert die eine Taste gerade nicht gut. Das finde ich bescheiden. Das ist sehr schade. Aber hier ist auch ein geheimer Weg. Den werde ich auch gleich erkunden. Ja, ja, ist alles gut. Wenigstens brummt mein kleiner Geselle hier noch. So, wo war der Weg? Hier. Sehr schön. Gut, dass ich das schon alles ein bisschen höher aufgelevelt habe, so dass ich diese geheimen Türen auch wirklich finde. Ich habe auch einiges dazu gewonnen. Ich glaube, ich gucke nachher so zwischen den Folgen, mache ich das, schaue ich mal nach, ob ich wirklich was Gutes wieder gefunden. Shit. Das war schon gut. Weiter in die Richtung. Noch ein bisschen. Dietriche werden... Aha. Langsam auch knapp, ne? Aber egal. Okay. Das hätten wir hier. Jetzt funktioniert die Taste wieder. Gerade wollte sie nicht. Na egal. Vielleicht wird es doch Zeit für einen neuen Controller oder so. Wobei der eigentlich echt gut ist. Erst die alte Schatzkammer und jetzt dieser Ort. Aber wonach suchen sie nur? Es gibt hier keine Relikte. Nur längst vergessenes Wissen. Es ist vorbei. Das glaube ich nicht. Wissen könnte mächtiger sein als jedes Buch. Das glaube ich nicht, dass es vorbei ist. Für euch vielleicht, ja? Wo ist er? Der andere. Da ist er. Nö, das glaube ich nicht. Wohl eher du, mein Freund. Einer ist noch da. Wo ist er denn? Der wird mir hier angezeigt. Da ist er auch. Oder sie. Ja, wofür denn? Sehr gut. Was mag meine Mutter wohl gefunden haben, als sie hier war? Sie war auf der Suche nach einem Heilmittel. Nach Antworten. Nichts davon dürfte für Besin von Interesse sein. Aha, deine Mutter war hier. Aber ich kann mit dir nochmal reden, das ist gut. Erzählt mir von eurer Mutter. Sie hat jeden Augenblick, den sie nicht im Dienst war, mit unserer Geschichte und unseren alten Städten verbracht. Von ihr habe ich gelernt, was die Kriegsgeweihten einst waren und was alles verloren ging. Das Geheimnis, nach dem sie suchte, hat sie jedoch nie gefunden. Verstehe. Und was hat eure Mutter alles so gemacht hier auf Irmonds Eiland? So viel Erhabenheit, die nun in Trümmern liegt. Stellt euch nur mal vor, wie das alles gewesen sein muss, als es noch prachtvoll und neu war. Ja, so ist das manchmal halt. Erzählt mir mehr über Besin. Ich fürchte, er ist bereits wieder fort. Und wir wissen immer noch nicht, was er hier wollte. Wir werden schon herausfinden, wonach suchen wir überhaupt? Nach Hinweisen darauf, was Besin hier wollte und wie sein Plan aussieht. Wenn es hier noch irgendetwas von Wert gibt, dann dürfte es sich nach allem, was ich gehört und gelesen habe, in der Kapelle befinden. Das werden wir finden. Allerdings, wenn ich dann jetzt so auf meinen Wecker schaue und ich befürchte, das könnte hier noch ein bisschen weitergehen, würde ich sagen, mache ich doch einen Schnitt, damit mir die Folge oder...
Ich unterbreche das ja ungern hier so, ne? Aber das ist wird mir, glaube ich, dann doch sonst zu lang. Und ich möchte euch auch nicht überstrapazieren mit dem Ganzen hier. Warte mal, hier ist ja noch so eine Mauer. Und wie man sieht, hier findet man so viele tolle Orte. Ich würde sagen, ja. Ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wie es weitergeht hier in Eamons Feste. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss.